Hallo Leute, liebe Zuschauer. Heute präsentiere ich euch Omas Geheimrezept gegen alkoholischen Kater. Was wir benötigen, sind zuallererst Möhrchen. Diese reinigen, putzen wir mal ordentlich, schneiden sie klein. Und was noch so alles gibt, beziehungsweise auch welche Suppe es werden soll, das erfahrt ihr auch zu guter Letzt während des Videos. Also, zuerst werden die Möhrchen gevierteilt, klein gehackt, etc. etc. Und es kann natürlich auch schneller gehen. Ja, schon viel besser. Das Ganze wird jetzt angedünstet in einem Topf. Erstmal gut aufheizen, ein bisschen Butter da rein. Die Mengenangaben, je nach Belieben, könnt ihr da rein tun, wie ihr wollt. Tu dir viele Karotten rein, wird die Suppe natürlich süßlich und vermindert den Effekt. Es soll ja was gegen Kater sein, also wird es eine saure Suppe. Hier seht ihr den Reis. Pro Kelle tue ich für zwei Personen reicht der Reis. Und ein bisschen Gewürz noch. Ja, anschließend ist da auch noch ein Suppengewürz. Das ist auch vegan, für Veganer geeignet. Apropos vegan. Man kann natürlich auch geräuchertes Fleisch oder Bauchspeck oder sonstiges da rein tun in die Suppe. Ich lasse es mal so, denn mir schmeckt es auch in dieser Art. Es ist also kein Rezept im klassischen Sinne, sondern man nimmt das, was man möchte und was man denkt, es würde reinpassen. Ja, die Möhrchen, wenn sie gar sind, tada, was ist das wohl? Stachelbeeren. Und die verleihen der ganzen Suppe Säure. Wohlgemerkt, ich habe eingefrorene, die aus dem Glas sind ungeeignet, weil die schon viel zu süß sind. Und wenn man frische hat, dann bitte nicht ins kochende Wasser, weil die soll nur aufplatzen und nicht kochen. Also nur aufplatzen soll die Schale leeren und so, dass sich die Säure entwickelt. Wie ihr gesehen habt, ich habe noch Kräuter reingetan und Sauerrahm. Lecker, würde ich sagen. Also, habt ihr noch bessere Ideen? Könnt ihr reintun, was ihr wollt. Sei es Petersilien, Wurzeln und sonstiges. In dem Sinne, wohl bekommt's und auf das eine solch saure Suppe euch gegen den Kater hilft. Ich hab's natürlich nicht nötig, weil ich selten Kater hatte. Sieht das nicht lecker aus? Ich würde sagen, probiert mal so eine Suppe, genießt sie und ihr werdet staunen, wie lecker die ist. Wohl bekommt's. Wie die duftet. Echt klasse. Ja, recht sauer ist sie. Also, nochmal. Wenn ihr mehr Möhren tut, ist es süßlicher. Tut ihr mehr Stachelbeere rein, ist sie sauer. Und ihr könnt das hantieren und machen, wie ihr wollt. Hauptsache es schmeckt. Ich wünsche euch einen guten Appetit und bis dann. Ciao, ciao. Ja, Nachschlag gefällig? Sieht doch lecker aus, oder? Danke fürs Zuschauen.